hier wegzugehen hat sowas wie Vertreibung aus dem Paradies. Es ist einfach unfassbar schön hier. Und deshalb verstehe ich auch gar nicht, warum die ganzen Menschen nicht einfach mal gerade derzeit in Deutschland Urlaub machen. Zurzeit spaltet sich die Nation ja auch mal wieder. Und vorher waren es die Flüchtlinge, dann war es Fridays for Future, jetzt ist es Corona. Und immer wieder gibt es Momente, wo man sich denkt, oh mein Gott, die Leute handeln so im Unverstand, sie lassen sich bescheißen, sie glauben jedem Foto und sie wollen einfach alles haben. Sie wollen wirklich alles haben. Aber alles hat seinen Preis. Das sollte man vielleicht auch mal verstehen. Ganz schön spannend, wenn man durch militärisches Vielleicht-Sperrgebiet wandert. Ich konnte die wirklich. Auf der einen Seite stand da militärisches Sperrgebiet, Blindgängervorsicht und überhaupt und sowieso. Und drunter stand ein Schild, ja, im militärischen Sperrgebiet soll doch gefälligst die Hundekacke mit dem Hundebeutel aufgesammelt werden, weil wenn das nicht passieren würde, sähe man sich genötigt, das Gebiet gänzlich zu sperren. Die Schranke war offen. Also dachte ich mir, Gassigeher dürfen da jetzt rein und bin jetzt einmal durchgelaufen. Aber es ist schon so ein bisschen aufregend, wenn man denkt, wenn da jetzt plötzlich die Panzerfaust angeschossen kommt. Ja, aber ich habe es überlebt, was mir heute übrigens so einfällt. Also in Coburg habe ich ja ein Buch psychisch erkältet, am Hauptbahnhof ausgesetzt. Und ich habe ja reingeschrieben, dass ich gerne dieses Buch durch Deutschland schicken würde und jeder, der es findet, soll mir doch einfach kurz eine E-Mail schicken, in welcher Stadt es ist. Dann würde ich das auf eine Karte eintragen, soll das Buch lesen oder eben auch nicht, ja, und es dann wieder irgendwo aussetzen. Ich bin damals 2 Stunden später zurück und das Buch war weg. Und seitdem habe ich leider nie wieder irgendetwas gehört. Das heißt, der Mensch, der das eingesagt hat, hat es halt eingesagt und denkt sich, leck mich am Arsch. Das ist echt schade. Das ist echt schade, weil ich glaube, gerade diese Thematik, das findet seine Leser. Und ich hätte es echt schön gefunden, wenn das funktioniert hätte und nicht vermutlich an der Habgier von jemand scheitert. Schade. So einer Aussicht, bei so einer Landschaft, da möchte man doch nie ankommen. Das ist echt toll. Das könnte ja so schön sein. Müsste ich nicht schon einige Kilometer immer an dieser Autobahn entlang. Wirklich, Autogeräusche, die nerven mich ja mehr und mehr. Das ist echt ätzend. Guten Tag. Das ist der einzige Platz, wo man es aushalten kann. Mit integriertem Kühlschrank, sozusagen. Ja, es ist super, super heiß. Und von dem her bin ich echt froh, dass ich quasi hier beim Florian sein darf. Beziehungsweise hier sind wir im Garten von seiner Mama. Und nutzen den Pool, weil man es fast nicht aushält. Wir waren vorhin in der Stadt und das war echt für Hundi eine super Strapaze.
Morgen geht es weiter Richtung Regen. Das ist sozusagen das mittelfristige Ziel. Und dann Passau. Also jetzt soll so Regen, Passau. Und das heißt, in Regen muss ich auch mal gucken, wo ich da übernachte. Und die Tage dazwischen dann auch. Ich muss auch schauen, dass ich, glaube ich, anders laufe dann nächste Woche, weil es die ganze Zeit so heiß bleiben soll. Das heißt, ich will versuchen, morgens irgendwie zu laufen, schon ganz früh aufzustehen und dann die kühle Periode des Tages nutzen und dann halt schauen, dass ich irgendwo mein Zelt oder die Hängematte aufstelle. Das Blöde ist dann nur, dass ich mich dann immer frage, was mache ich den Rest des Tages, ja, wenn ich nicht laufe. Und aber besser so als anders. In diesem Sinne.